Neuer Tag, neues Glück. Heute fängt mein Tag bei einer Tankstelle an. Eigentlich nur das Video. Ich war schon einkaufen. Welding Pot, also Welding, wie heißt das auf Deutsch? Schweiß. Muss ich nachgucken. Ich weiß echt nicht, wie das heißt. Also er füllt jedenfalls meinen Tank. Already. Okay. Er macht genau 20 Liter. Das Lamp. Und das Moped habe ich auch noch voll gepackt. Und hier geht's und schon morgens um 8. Und ich bin schon schwer bepackt und jetzt geht's los. So, weiter geht's auf der Baustelle und hier werden schon Leinen gespannt. Nochmal. Weiter geht's auf der Baustelle, hier werden Gerüste herumgetragen, Seile gespannt und der Nachbar, der nette Manuel, stellt uns sein Equipment zur Verfügung. Das ist ein 8,5 Kilowatt Generator. Stromgenerator, haben wir noch ein Kabel gerade zusammengelötet und jetzt probieren wir aus, ob wir damit 200 Ampere schweißen können. Geht? Er zeigt mir, wie es geht. So wird gearbeitet mit vereinten Kräften und Hühnern. Ja, yeah, we make coffee time. After filling of the gas, wir machen Kaffee nach dem Gewöhn. Also er heißt Manuel und ich habe ihn gefragt, wie er das gemacht hat, ob er das mit dem Finger rausgezogen hat. Nein, natürlich mit dem Mund herausgezogen und dann zack rein, Filipino-Style. Zwischendrin gibt es bei uns immer Kaffeepause. 65 Peso. This is was the best one they have. This was the best one they have. I bought 20. Ich habe 20 gekauft von den Dingern. Da können wir schneiden. So, wir haben noch 40% Energie. Seit gestern laufen wir ohne Solarpanels. Jetzt wird es unscharf. So, der Kater ist bereit. Yeah, but sir, small. This one, sir, this is not fit for your luck, sir. Ich werde langsam auch kreativ, habe was erfunden. Ich zeige es mal in Großaufnahme. Das ist das Rohr und da hängen wir das jetzt dann später so rein. Habe ich mir dann ausgedacht. So, das ist das Rohr, ich mit Mandy und nochmal. Das ist das Rohr und da hängen wir später jetzt das Ding hier so rein. Deutsche Wertarbeit. Das hält nicht aus. So, das wird das hintere Ende von der Hütte. Und hier liegt das zweite Stück schon. We have to remove that with the hammer? Yeah, the first one. You need to be
because yeah. the second one is already hammered from you. Yeah. Also die Schweißstellen sind natürlich jetzt auch gegenseitig, aber das ist ja, wir machen das mit dem Gestell. Wir schweißen das hin und painten das. Wir schweißen das jetzt hin und dann schmalen wir das später. Wobei es natürlich am Boden reicht, aber ja. Aber die sind voll bei der Sache. Denen macht selber Spaß, das finde ich gut. Ja, hätten wir auch 30 cm machen können, wäre es vielfach stärker, aber es geht, das soll's. Es wird ja nicht so viel tragen. Es wird ja nicht so viel tragen. Es ist ja nur ein Solarpanel drauf. Von der Seite ist schlecht zu filmen. Besser hier. Also sieht gut aus. Beim Wasser ins Wasser legen, das hat er mit der Schlauchwaage gemacht. Die sieht man da hin. Da war ich nicht dabei, aber es sieht aus, als wäre es im Wasser. Sieht so aus, als ob es im Wasser wäre. Der Boden unten ist schief. Ja, und da habe ich ein bisschen einen Sichtschutz zu Manuel und er hat ein bisschen auch seine Privatsphäre und ich auch. So, zwei Panels habe ich temporär mal dahin geschmissen und angeschlossen, damit wir wieder ein bisschen Energie kriegen. Wir waren unten bei 27%. Hunde waren hier drauf. Ich finde es gut, wenn das fertig wird. Ich finde es gut, wenn das fertig da steht. Glaube ich, wird mir das sehr gut gefallen. So, jetzt zeige ich noch das Tageswerk. Das ist diese Strecke hier. Naja, nicht super geschweißt, aber immerhin. Philippinen-Streifen. Es wird halten, hoffe ich. Hoffen wir, dass es nicht auseinanderkracht. So ist es besser zu zeigen. Ja, das wird so eine Art Workshop, so 5x12 Meter. Hier, diese Stange hat 6 Meter und da kommen dann Solarpanels drauf, die momentan hier rumliegen und rumstehen. Überall. 6 Stück kommen da drauf. So, zum Nachbar ist es dann auch ein bisschen abgetrennt, weil der so nah an der Grenze ist. Und ich sage Tschüss von der Baustelle. Bis dann. Hier ist noch das Material, mit dem machen wir morgen weiter. Irgendjemand müsste noch die Küche aufräumen. Ob ich das bin? Mal sehen. So, also Schluss jetzt. Von hier oben. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. So, wirklich Schluss jetzt. Letzte Szene. Allerletzte Szene. Fenster sind drin. Schiebefenster. Und diese Treppe hier, die ist auch mega Filipino-Style. Die wird komplett geändert. Solch eine Scheiße. Da hat einer noch nie die Treppe vorgebaut, der Typ.